Selbst die Stimme werden wir vermissen. Hans-Dietrich Genscher ist tot. Ich durfte ihn vor 12 Jahren interviewen und habe ihn als einen sehr klugen, bedachten und vor allem humorvollen Menschen erlebt. Herr Genscher, vielen Dank, dass Sie unser Leben bereichert haben. Und vielleicht bald auf Wiedersehen. Damit die Koalitionsgespräche aber auch weitergehen können, muss die Basis von SPD und Grünen der Aufnahme erst einmal zustimmen. Die Grünen diskutieren darüber heute auf ihrem kleinen Parteitag in Halle. Unser Reporter Alexander Buttweg, der ist seit dem späten Nachmittag dabei. Alexander, in Halberstadt ist eine 13-Jährige von 2 Asylbewerbern sexuell belästigt worden. Laut Polizei hätten die Männer das Mädchen unsittlich berührt und aufgefordert, mitzukommen. Die Jugendliche rettete sich in einen Supermarkt. Gegen die beiden Iraner erging inzwischen Haftbefehl. Die weiteren Meldungen des Tages jetzt von Marcel Schieback. Die Deutsche Film AG, kurz DEFA, war das größte Filmunternehmen der DDR. Mehrere tausend Filme wurden produziert. In Merseburg wird einmal im Jahr der großen DDR-Filmzeit gehuldigt bei den DEFA-Filmtagen an diesem Wochenende. Und unsere Reporterin Maria Selchow ist bei der Eröffnung dabei. Ja, wir bleiben beim Film. Er ist einer der ersten deutschen Tonfilme. Auf der Liste der 100 besten Filme aller Zeiten steht er immer noch auf Platz 6. Übrigens die beste Platzierung für eine deutsche Filmproduktion. Jetzt wagt sich das Ensemble des Magdeburger Puppentheaters an den weltberühmten Filmklassiker von Fritz Lang. M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Eine Riesenaufgabe. Morgen Abend ist Uraufführung. Den Vorgeschmack gibt es jetzt schon. Vorhang auf. Das Kräftemessen um die begehrten Startplätze bei den Olympischen Spielen ist voll entbrannt. Wer ist im Team Rio dabei? Unsere beiden Slalom-Kanuten Thomas Becker und Robert Behling haben harte Konkurrenz aus Leipzig. Für beide Teams entscheidet sich die Olympiateilnahme an 2 Orten. Zuerst in Augsburg, dann in Markkleeberg in je 2 Rennen. In den letzten Wochen trainierten unsere Paddelasse deshalb auch auf beiden Wildwasserkanälen. Das hieß, die Schkopauer saßen ganz viel im Auto. Der April hat sich heute schon für die Goldmedaille qualifiziert. Bestes Frühlingswetter. Und Stefanie, es wird noch besser.